Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Wie gesagt, Hardware-Video wird es zu dem Computer-Beistelltisch nicht geben. Ich werde Hardware und Hardware-Check in einem machen. Also beim Hardware-Check 1 werde ich Hardware mitmachen und beim Hardware-Check 2, logischerweise nur Hardware-Check 2, werden wir benutzen. Beim 1 werden wir jetzt mal zusammenbauen. Jetzt habe ich mir aber überlegt, wenn ich das jetzt so mache mit euch, nervt mich gerade mein Mikrofonkabel und ich habe Angst, dass ich den durchreiße oder so. Ich werde mal mein Mikrofonkabel abmachen. So, ich musste mal kurz einen Cut machen, weil ich hatte dann kein Mikro mehr. Ich werde nämlich jetzt aus Sicherheitsgründen mal mein Mikrofonkabel abmachen. Es tut mir leid, wenn ihr in dem Augenblick jetzt ein schlechteres Tonsignal habt. Aber das ist mir einfach zu heiß mit dem Zusammenbauen. Mal Nebengeräusche vermeiden. So, dann werde ich jetzt, bin ich gerade am überlegen, wie ich das mit euch jetzt hier mache. Wenn ich das jetzt so runter mache, dann müsste das da eigentlich relativ sehen. Hochschrauben kann ich es immer noch. So. Ich werde mir das erstmal hier alles bereitlegen. Das ist die 5. Die lege ich hier hin. So. Das ist alles 6. 6 kommt nach 5. Also hier hin. So. Ist das auch die 6 oder ist das die 9? Nee, muss die 6 sein, denke ich mal. So. Ja, hier steht auch 6. So, was haben wir hier? 10. Mal alles schon mal schön bereitlegen. So, und das eine Rolle, noch eine Rolle, noch eine Rolle, noch eine Rolle. Auf den Rollen stehen keine Nummer drauf. So, sind 4 Rollen, die wir haben. Dann haben wir so eine halbrunden, das ist die Nummer 13. Ja, das ist die 13. Stellen wir dahin. 13, das ist die 12 und das ist die 10. So, machen wir mal die Rollen, mache ich mal hier einzeln. So, das ist die 13, das ist die 12. Das ist die 10, da fehlt noch die 11. Das ist die 8. Die 8, die 9, wo sind die 9? Die 9 ist im Klassenmittel. Jetzt muss ich aber meine Lesebrille aufsetzen, dass ich was sehe. So, ich werde mal doch die Kamera ein bisschen höher machen. Das macht sich vielleicht doch ein Ticken besser, wenn er mich besser sieht und alle so ein bisschen besser im Überblick habt, finde ich das vielleicht ein Stück besser für euch. So. So seht ihr mich vielleicht besser und so, dann könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen. Ach so, 9 sind die beiden. Ach, da steht so eine 9 drauf. 11, 14, 15. Ach so, dann haben wir das ja auch erledigt. Das ist 2x 16. Guck mal hinten. So, das ist die 2, das ist die 1, nee, das ist die 1, das ist die 2, das ist die 3, das ist die 4 und die Kühler sind 17, 1, also kommen sie nach hinten. So.
jetzt werden wir mal anfangen mit dem Zusammenbauen. Okay. Set 1, Set 2 scheint ja relativ easy zu sein. Ach, sind doch mehrere Blätter, habe ich doch nicht gesehen. Aber scheint relativ easy zu sein. Gut, wir nehmen jetzt als erstes die Nummer 4. Und da sollen 4 mal die 6 ran. Okay. Machen wir das einfach mal. So, und die 6 haben wir hier. Die soll jetzt 4 mal hier ran. Einmal. Fest muss jetzt sein, so ist gut. Dreimal. Ach, hier sind noch Schrauben drin. Ich glaube, ich muss hier dann noch Schrauben reinmachen. Das sehe ich nämlich gerade, wenn ich die Unterseite sehe. Ach, hier in dem Ding sind auch Schrauben drin. Okay. So. Und A, B. Ach so, okay. Okay, jetzt sehe ich das schon mal durch. Jetzt sollen wir 4 Schrauben reinmachen. Und zwar die, denke ich mal, die 15. Ach, hier steht wer. Die 15. Also werde ich jetzt nochmal 15. Oh, hier sind so ja Ritze drin, dass man schnell auspacken kann. Das ist ja Service hier. Ich habe aber keine Kraft mehr. Ja, so ein Umzug ist halt anstrengend. Guck mal Leute, ich mache 3 Kreuze im Kalender, wenn alles wirklich komplett erledigt ist. Oh, die sind aber schön dicht dran hier. 1, 2, 3, 4. So, jetzt werde ich aber auch den mitgelieferten Schraubenzieher benutzen. Dass ich euch da gleich sagen kann, wie die Verarbeitung ist, ob der das überhaupt jetzt durchhält. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen Druck aufbringen. Oh, habe ich jetzt überhaupt die Richtlinie genommen? Ja, 15 steht doch da, 15, oder? 15. Weil das ist ja ganz schön mit Druck. Oh. Aber soll ja auch halt, jetzt geht es leichter. Soll ja auch halten. So, war eine Schraube drin. So. Jetzt kommt die nächste Schraube. So. So. Ist das gerade? So. Kommt die nächste Schraube dran. Sorry, wenn ihr das gerade nicht so toll seht. Aber das ist, kann halt nicht andersrum arbeiten. Na, komm doch hin hier. Na, die will nicht. Jetzt will sie. Oder nicht? Jetzt will sie wieder. Die hat sich ein bisschen wie ein Mädchen. Mal will sie nicht. So, jetzt haben wir die fest. Jetzt müssen wir das gleiche auf der anderen Seite machen. So. Das Positive ist, in dem Plaster habt ihr auch schon ein Loch drin. Also ihr könnt, müsst da nicht mit der Schraube durchs Plaster mit Ach und Krach durchmachen und da aufdrücken wie die Bekloppten. Nee, da ist ein Loch drinne und das geht eigentlich relativ fix, außer eben bei der Innenschraube, die sich da so ein bisschen doof angestellt hat, wie so ein Mädchen, mal wollte sie nicht. Uff. Die will
Jetzt zum Schluss nicht mehr. Da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, aber dafür ist es wenigstens fest. Jo. So. Die will jetzt nicht. So, jetzt. Ja, jetzt geht's. Wenn ihr euch wundert, was da so laut im Hintergrund ist, das sind meine Nachbarn. Oh, die will aber jetzt auch nicht. Da muss ich jetzt mal wirklich informieren hier mit Gummi. Und dem habe ich... Na scheiße, der ist schon halb rund, meiner Kacke. Ja, mit dem geht es schon mal gar nicht mehr. Also meine sind... Da ist extrem doof. Na, der will auch nicht mehr von mir. War das nicht der Gute hier? Jetzt habe ich ein bisschen Angriffsfläche. Jetzt geht es wieder leicht. Ah, das ist halt, steckt man nicht drin. So, hätte ich auch den weiternehmen können. Aber egal. So, jetzt haben wir das gemacht. Braucht Nikotin. Ach so. Ach so, deswegen ist hier ein Strich durch. Jetzt kann ich mir aussuchen, A oder B. Entweder mache ich bei sowas hier rauf, dann kann ich euch das mal zeigen. So. Und dann kann ich das, das ist halt nur so zum Stehen. Wenn man den normal zum Stehen will, was ich ja nicht will. Also werden wir dieses weglassen. Finde ich aber clever. Finde ich ja echt geil, dass sie da an, wirklich an jeden gedacht haben. Wer nur stehen haben will, hat Stehfüße mit bei. Und wer rollen will, hat Rollen mit bei. Finde ich geil. Finde ich top. Finde ich extrem geil. Also da muss ich sagen, da wurde mitgedacht. So, da brauche ich jetzt garantiert das Werkzeug für. Durchgebiegt. So. Machen wir das. So. Und dann werden wir jetzt mal die Rollen runterschrauben. Schneller jetzt bin mit Stromschlüssel nicht so schnell. Finde ich aber, das muss ich echt mal schon so am Rand erwähnen, dass das echt, das ist ein ganz fettes Lob. Und die Qualität ist auch ganz gut. Also ich kann jetzt nicht negativ sagen, dass hier irgendwas ausbricht oder kaputt geht beim Zusammenbauen.
macht alles einen sehr robusten und sehr stabilen Eindruck, jetzt schon in den ersten paar Minuten, muss ich gestehen. Na gut, vom Schraubenschlüssel jetzt nicht, der verbiegt sich gerade. Aber das ist halt, ist immer so ein Belegzeug dabei. Weil die meisten haben ja auch Werkzeug zu Hause, was sie dafür benutzen können. Und die wenigsten haben halt gar nichts. Ich habe auch, aber ich habe glaube nur komplette. Ich habe glaube keinen Maulschlüssel, habe ich nicht mehr da. Und ich habe jetzt auch ganz schön, muss auch gestehen, das ist, ich habe jetzt auch ganz schön festgeknallt. Also ich habe jetzt wirklich 1, 2, 3 Gewalt gemacht. Findet nur geil, dass man sich das aussuchen kann. Weil ich will ja Rollen haben. Ich muss mal gucken, ob das denn überhaupt noch runterpasst. Vielleicht mache ich auch nur 2 Rollen und 2 Füße. Weil die Rollen haben ja auch so ein Feststellteil. Also so eine Bremse. Ja, Feststellteil. Ich komme total auf komische Ideen hier. Feststellteil für eine Bremse. Naja, ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Bin ein bisschen verplant vom Umzug und ja, da ist das halt normal. So, jetzt haben wir das auch fest. Hier muss ich nochmal festziehen, das ist nicht. Da habe ich die Schraube nicht ganz fest gemacht. Jetzt habe ich die Schraube fest. Ein bisschen mal. Hier ist fester. Habe ich das hier falsch festgeschraubt? Sind die noch nicht richtig oben drauf? Ach, oben sind noch nicht richtig drauf. Okay. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob er auch die richtige Höhe hat. Oh. Oh, das wird knapp. Das ist knapp. Das passt nicht. Das passt nicht unter mein Sofa. Das passt nicht unter mein Sofa. Also muss ich gucken, dass ich das vielleicht noch ein paar Millimeter nach unten kriege. Habe ich überhaupt noch Luft? Ich habe keine Luft mehr. Müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich doch die Füße dran klatschen. Muss ich denn halt, kann ich nicht rollen, muss ich es halt immer. So, falsche Richtung? Nee, das ist die Richtung. So. Nee, passt nicht. Das ist ja doof. Das ist ja schade. Muss ich doch die Füße nehmen, dass es dann so runterpasst. Und dann muss ich es halt nur mit Hand wegstellen. Okay. Lass ich die Rollen, wie weit ist es denn, wenn ich das jetzt hier mit Rollen hier lasse? Muss ich das halt immer unter den Tisch runterschieben? Stelle ich das halt so hin. Stelle ich das so hin und dann müsste das eigentlich unter den Tisch doch passen, oder? Ist das unter den Tisch? Locker. Weil ich wollte es ja endlich mit Rollen haben, aber da fehlt ein Müh. Also ich habe schon relativ hohes, aber da fehlt halt so ein halber Zentimeter fehlt. Ist zu viel. Sonst würde es runterpassen. Ja, ist schade. Aber macht mir nichts aus. Ich habe ja noch hier meinen Tisch. Muss ja auch nicht immer unter den Tisch. Unter das Sofa sein, finde ich so, ja, wenn ich jetzt überlege, so ja besser. Wenn es unter dem Tisch ist, kann ich es immer ein bisschen schneller wegräumen. Kann ich so ein bisschen schneller wegrollen. Deswegen wollte ich es ja unbedingt mit rollen, dass ich es halt rumrollen kann. Ich werde den Tisch in einem der nächsten Videos auch ein bisschen pimpen mit euch zusammen. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was vor.
April. Geht das nicht? Ach so, jetzt. Den Arm hat da nicht gegriffen, die Schraube. Wieso greift hier die Schraube nicht mehr? Ist doch noch gerade, oder? Will er nicht mehr. Warum will er dich nicht mehr? Hat er schon rund gemacht? Nee, jetzt greift er wieder. Ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Nach Fest kommt nämlich ab. Hat mein Vater immer gesagt. Und meiner Mutti. Nach Fest kommt ab. So. Oh, ich finde schon mit Weiß, finde ich schon recht geil. Vor allem der Weiße passt super zu meinem Sofa. Das ist unten weiß, oben grau-weiß, also grau mit weiß Elementen. Da passt es schon recht geil dazu. Ja. Ihr könntet natürlich auch in... Na, greift doch. So, jetzt. Achso, kann man ein bisschen drehen. Da rutscht die mir mal runter gerade. Wenn ihr, ich seht doch von so, wie ich jetzt mache, gerade extrem schlecht, wo ich da drehen kann. Machen wir einfach mal so. Da ich sehr gebogen habe, passt es da jetzt super rein. Ja. Na, komm, eine Drehung geht noch. Komm. Will er nicht? Willst du? Du willst doch. Stell dich nicht so an. Ja. Gut, scheint fest zu sein. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Brauchen Zug. Ich mache später doch mal Füße drunter und dann. Na, ich muss erstmal gucken. Ich will erst mit Rollen testen, wie das ist. Ein Stück. Kippelt das? Nee, doch. Kippelt ein bisschen. Ja, das muss ich dann. Ist ja Schrauben dran. Ich glaube, ich habe die schon fest angezogen. Dann kann ich ja dann immer noch rausschrauben und damit etwas anpassen. Ich habe jetzt erstmal alles so festgezogen, wie ich konnte. Da kommt ja noch der Teppich dazu. Da weiß ich ja nicht, weil da ist ja auch der Unterschied, weil ein paar die Rollen stehen unten vom Teppich, die Rollen stehen auf dem Teppich. So. Jetzt machen wir das nächste und das ist das da oben. Und zwar brauchen wir jetzt die 11. Das ist die 11. Da brauchen wir einen Bimbo dazu, der ist auch mit bei. So, den nehmen wir gleich mal raus. Und da brauchen wir jetzt, wie viele Stück brauchen wir da? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Mutter raus. So, 1, 2. 3 und die 4. So. Und jetzt brauchen wir die, wo haben wir denn, wo war ich denn da? Die 8. Das ist das. Und die 8 kommt unten runter. Und oben kommt das rauf. Okay. Also das. Dann müssen wir gucken. Welches. So. Ah, hier ist so ein Schutz, so ja. Aha. Ah, hier. Hier sind 4 Löcher. So, aber wie soll ich denn das machen? Was soll ich jetzt machen? Das ist das Ovale in der Mitte und das Eck hier vorne. So. So soll ich das machen. So. Und dann brauche ich jetzt die Platte hier. Die kommt so. Welche Seite nehmen wir da? Für oben, welche Nummer für unten? Sieht beide gut aus. Nehmen wir das mit der 8 für unten. So.
Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Sind auch sehr dicke Schrauben. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie festgeschraubt habe. So, achso, nee, falsch rum. Oh, hier habe ich so eine kleine Delle schon drin. Ja, so. Na, komm her. Ja. Dann komm nur her. So. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich muss nämlich noch nachher meine Tochter abholen. Nee, vielleicht. Doch, jetzt hat er. Jetzt hat er. Jetzt zieht er ein. So. Wird man nicht so festmachen. Ich werde erstmal noch die anderen unten machen. So. Also jetzt habe ich es. So. Fest. Total fest. So, links und rechts. Geht eigentlich relativ schnell, wenn man so ein bisschen Übung hat, ist das alles kein Problem. Man muss mit einer Schraube ansetzen, dann die untere ansetzen und dann kann man das eigentlich relativ schon festziehen. Links und rechts geht dann eigentlich vollautomatisch. Mietz, kommt her hier. Ja, komm her. Meine Katzen rufen nämlich gerade. So. Macht ihr denn für Blödsinn da? Untere muss ich jetzt nochmal festziehen und dann ist es eigentlich relativ fest. Ich will jetzt auch nicht zu doll festziehen. So, jetzt haben wir das. Hoppala. Geht's? So, die Schutzkappe nach unten. Wir kommen jetzt als nächstes. Jetzt kommt das andere Rohr oben rauf. Miet! Ach, wartet mal Leute, ich muss mal kurz einen Cut machen. So, da bin ich oben wieder. Da brauche ich jetzt mal einen Schokolade. Der Kater hat sich nicht im Kinderzimmer eingeschlossen, der Trottel. So. Zweimal elf. Neun. Alles klar. Jetzt geht's gut. Ich brauche jetzt zweimal die 11. So, mit ein bisschen logischem Denken ist das alles kein Problem.
So, zweimal die brauche ich. Dann brauche ich die 12, brauche ich noch. Das ist dieses. Und die 2, das ist dieses. So, und hier sind Löcher drin, also logischerweise laut. Ja, kommt das dann hier ran, aber wie rum? Eine kommt von oben nach unten, eine von links nach rechts und die kommt dann auch noch davor. So, also eine hier durch. Ja, durch, zack. Sieht ein bisschen aus wie ein Kran. Bin mal gespannt. Bin mir sehr neugierig. So, festschrauben tue ich es noch nicht. Dann so, das ist so zum Festmachen. Ah, alles klar. Alles klar. So, und dann die von oben nach unten durch. Wenn sie durchgehen würde. Ach, okay. Falsche Loch. Falsche Loch, richtig Loch. Geht aber hoch, ey. Na, komm doch durch. So, jetzt aber. Wollte nicht. Die Sau. So. Und jetzt ziehen wir das einfach mal an. Falsch. Richtig. So. Ich will auch nicht zu doll anziehen. Ich habe keinen Bock, dass sich hier was verbiegt. Ach. So. Jetzt mal bei der hier oben, weil sich das unten mit dem Scheiße macht, einfach unten festhalten und oben halt falsche Richtung mitten. Oh, schön nachziehen, so fertig. Hier ohne mal sicherheitshalber festhalten. So, fest. Jetzt haben wir das fest, jetzt brauche ich dieses Rad, das soll jetzt hier rein. Oder? Doch, das soll auch da rein. Das soll auch nochmal zum Festdrehen sein. So, haben wir auch fest gemacht. Jetzt kommt das nächste. Der 5, die Lüfter. Oh, mein Akku schon wieder leer. Ach. Akku mal wieder leer. Den werde ich gleich mal irgendwas anderes machen. Randsetten. Weil sonst habe ich nachher wieder die A-Karte, dass alle Akkus leer sind und ich nicht dampfen kann. So. Das wäre jetzt natürlich für mich nicht so toll. So. Also erst Metall, dann Lüfter. Und das ist die 17. Sind die hier mit drin? Ach, die sind hier mit drin. Und da ist auch, toll, da ist auch die 17 abgebildet. Ich bin auch wieder so blind. So. Jetzt nehmen wir mal die Lüfter beiseite. Wir nehmen, ich mache mal hier so ein klares Schiff. Eine Schraube, zweite Schraube, dritte Schraube, vierte Schraube
eine Mutter, zweite Mutter, dritte Mutter, vierte Mutter, Gitter, Gitter, so die Lüfter, so, die werden sogar mit USB betrieben. Die werde ich mal hier oben rufen. So, jetzt werden wir mal den Kran beiseite räumen, kurzzeitig. Tüten weg. Und jetzt nehmen wir die Arbeitsplatte. So. Und das ist oben, das ist unten. So, wir sollen das von unten machen, logischerweise. Die Schrauben kommen dann von oben rein. So, und wir sollen als erstes die Gitter machen. So. Machen wir das so, würde ich sagen. Als erstes die Gitter. Eins, zwei. Ja. Nächste Gitter. Na, komm her. So. Ich würde sagen, ich mache mal lieber erstmal den fest und dann kommt das nächste. So, jetzt muss ich erstmal nochmal kicken. Links, rechts. So. So, ich muss aufpassen. So, mit dem Kabel rein. So, jetzt mal gucken. Ja, hier rum kommen die Lüfter, ich glaube, wie es aussieht mit dem Aufkleber nach unten. Mit dem Schaufelrad nach unten. Ich werde das schon hinkriegen. So. Jetzt werde ich das mal so machen. So, du kommst da hoch, du kommst so. Jetzt muss ich erstmal gucken. So. Doch, so ist es richtig. So ist es richtig. So, dass ein bisschen Abstand ist. Ne, doch nicht. Versuchen wir mal so. Ja, so ist besser. So, ich sag ja ein bisschen logischer Menschenverstand und das klappt. So. Mache ich erstmal hier unten eine Schraube durch. So, schaltet darauf. Und eine Mutter kommt noch. Und Mutti. So, muss auch nicht fest sein. Da wir ja noch das andere machen müssen. Ja, wo ist sie da? Hoppala, also wieder meine Koordinationsschwierigkeiten. Och ey. Manchmal stelle ich mir an wie der erste Mensch, ey. So, und dann das da oben rauf. So. So. Kabel rein mal so der Seite machen. So. Das mache. Ich kann mit rechts besser schrauben. Kreuzschrauben eigentlich? Ja. Kreuzschrauben. Dann kann ich das hier auch gleich mal ein bisschen festziehen. Aber ich will es halt nicht allzu festziehen. Jetzt ist es fest. Kein Klappern, kein nix. Der Lüfter geht auch leichtfüßig. Jo.
So, also kommt das dann auch wieder so, dass da ein bisschen Luft ist, ein bisschen Lücke ist. Nee, Quatsch. Andersrum. So. So kommt das. Ja, komm her. So, jetzt nochmal eine Schraube. Ja, hier durch. Ja. Ja, die kann man gleich mit links machen sollen. Mutti. Von oben rauf. Schraube. So. Und jetzt kommen wir wieder hier. Ist doch nicht. Der will nicht. Der sträubt sich. So. So, ich das dann. Das muss ich damit links machen. Habe ich sie natürlich auf der anderen Seite ein bisschen zu sehr angezogen. Oh, hier hat sie eine Klammer, cool. So, dann kann ich das nämlich hier. Achso, das ist der USB-Kabel. Da. Jetzt habe ich schon gedacht, hier der Dings ist ab. Einmal. Zweimal. Und er ist fest. Jetzt gucken wir uns auch gleich mal an, ob er. Ja, er läuft ganz leichtfüßig. So, jetzt können wir den Kabel hier wahrscheinlich. Dafür ist er noch da zum Festmachen, oder? Steht nicht da, aber könnte möglich sein. Na, wenn wir hier sehen. Na, ich finde die Kabel jetzt hier so ein bisschen dünn angebaut. So. Mal gucken, dass ich das mit Klebeband noch ein bisschen fixiere. Das werde ich auf jeden Fall ein bisschen mit Klebeband noch fixieren. Oder mit Kabelbinder. Weil die Kabel sehr dünn sind. Und ich kenne mich. Ich bleib gerne mal irgendwo hängen oder reiß irgendwas um. Von daher ist es dann bei mir sicherer, wenn ich das dann noch irgendwie festmache. So, vielleicht mal hier ein bisschen rumbiegen. So. Ja, passt schon. So. Und jetzt muss ich gucken, was wollen Sie jetzt richtig machen soll? Jetzt soll ich... Achso, die Dinger oben, unten anbauen. Die hier. So, die kommen jetzt oben, unten. So, okay. Mal die Schrauben, die Muttern lösen. Und zwei behalte ich meine Hand. Das mal oben. Boah, jetzt bin ich mit dem Bart hängen geblieben. Das ist nämlich dafür da, dass der Laptop nicht nach unten wegrutschen kann, beziehungsweise nach oben. Jetzt habe ich wieder meine Drehen. Ich kriege es wieder nicht hin mit meinen Wurstfingern. Mache ich erstmal auf der anderen Seite unten. Ist doch nicht wahr. Ah, ich hab's. Also, innen. So.
Ja, ich hab's mit den Muttern drin drehen, habe ich's nicht so. Auch allgemein mit was zudrehen und Kaffeekanne oder so, wird bei mir im ersten Augenblick immer schräg. Immer. Ach, passt das Ding eigentlich da hoch? Nee, passt das nicht. Aber kriegt man mit der Hand eigentlich fest genug. Sollte halten. Noch zweimal. So. Hoppala, komm da her. Komm her, du Sau. So, ist fest. So, als nächstes so, wie habe ich gemacht? Bin ja da unten schon. Mit der 14, das ist bitte. Mach ich den Ofen für den Imbo. Ach, komm mal her. Imbo. Ja, super, da kann man den wegschmeißen. Da kann man auch wegschmeißen. Ich nehme nochmal einen Zug. Aber wie kommt denn das jetzt richtig rum? Ist das jetzt egal? Ist das jetzt egal wie rum? Ob ich das so rum mache oder so rum? Ich werde es so rum machen. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. So. Ich habe auch, hab auch noch so ein komisches Ding über, so ein Rad. Achso, die kommt denn da irgendwo ein Stückchen noch mit dran? Aha, okay. Boah. Oder? Bleibt sie da drin? Nee, ich nicht schon. Wurde das hier überhaupt irgendwo erklärt, dass ich das da ranmachen soll? Muss ich nachher nochmal durchlesen, alles. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir so. Verstellen kann ich es immer noch. Ah, hier ist er ja. Ein Häkchen. Für Körbelei. So. Können wir den mal hier einhaken. Zack. So. So, jetzt die nächste. Auch so. So, muss man so machen. Und einmal eine Mutter rein. Nicht Mutter, eine Schraube. So. Und nochmal eine rein. Dann brauchen wir den Imbo. Achso, Kabelei muss man nämlich aufpassen, damit man die nicht aus Versehen mit unten eindüdelt. Fest.
fest. Und jetzt kommt das da unten ruf. Und das war's schon. Okay. Aua. So. Ich würde jetzt sagen, so oder so würde auch passen. Hätte ich rechts das Mauspad. Das Mauspad habe ich auf dem Tisch. Wenn ich das jetzt so umdrehe. Ja. Hätte ich so. Ich mache das aber lieber so, würde ich sagen. So passt es auf jeden Fall rauf. Dann hängt den Laptop weiter rechts. Und hier habe ich Platz für die Mauer sozusagen. Oder ich mache das so. Habe den Laptop ganz rechts und hier könnte ich mache das lieber so. Umändern kann ich es mir immer noch. Also ich muss das mal rückerschrauben. Einmal. Bis dann, ich komme wieder. Schon vorne über, okay, also muss sie denn doch ist doch nicht die Wirklichkeit. Achso, jetzt. So. Ich werde dann wahrscheinlich doch die Rollen abmachen müssen. Oh, jetzt bin ich da über meinen Schnürsenkel gefahren. So. Ich habe es doch richtig angebaut, weil da ist das kleinere Rad, hier ist das größere Rad. So, so. Haben wir's. So wollte ich das eigentlich haben. Ich kann mir das dann nämlich auch schön kippen, wenn ich will. Und wenn ich jetzt den Laptop drauf habe, dann ist ein bisschen Gewicht. So, besser.
So. Also werden wahrscheinlich doch die Rollen abmachen, weil wir ihn ja so haben. Über das Sofa. Dann kann ich mir den schön schräg stellen, dann passt das. So, dann werden wir gleich mal machen. Hier nochmal lose machen. So, ich stelle mir den jetzt gleich mal richtig perfekt ein, so wie er sein soll. Die Höhe ist eigentlich okay so. Vielleicht minimal, werde ich mir noch minimal ein Stück höher stellen. So. So. Ich muss mal gucken. So, brauchen nicht zu schräg, aber so ein bisschen schräg. So, wegen der Tastatur macht sich halt definitiv besser. So, finde ich geil, dass man den Glaser einstellen kann. Alter. Das ist richtig cool. So. So. Doch stabil. Okay. So. Mal gucken. So. Aha. So. Jetzt brauche ich das Draht hier. Der kommt hier rein. So brauche ich nicht mal auf fast die gleiche Höhe jetzt wie mein Laptop. Ja, das kann ich so ja so erstmal lassen, würde ich sagen. Kann ich das nicht mal ein bisschen drehen hier? Nee, weil kann ich nicht drehen. Gucken, wie ich mir das hier am besten einstelle. Ach, da ist die Schraube. Da müsste ich es denn doch ein Stück höher machen, dass es hier rankommt. So. So, wenn ich den jetzt so hinstelle, dann könnte ich mir den hoch so schräg wieder einstellen. So. So muss es schon sein. So. Die Feinarbeit kann ich dann später immer noch machen. Wird das jetzt nicht unbedingt mal einer verraten? Ist die Mutter raus oder was? Achso. Muss ich ein bisschen zusammendrücken. Ah. Wieso werden die jetzt nicht? Habe ich jetzt was überlesen? Ich habe auch keine Schrauben mehr. Ich habe garantiert wieder irgendwas überlesen. Durch daran. Nee, das ist nicht mal erklärt. Au.
Das war mein Finger. Ja, das ist jetzt. Die 10. M8. 55. Ja, endlich hier sind die Stangen zusammengebaut. Habe das ist untergestellt. Eins, 17, 11, 8, 1, 9, 12, 11. Hier steht nichts von 10. Irgendwie ist die 10 hier weg. 14, 5, 3. Aber die kommt dahin. Sehe ich, dass die dahin kommt. So. Jetzt mache ich das einfach mal so. Oder habe ich die falsche für da oben genommen? Ist doch eine dickere. Ne, ist doch eine dicke. Die kommt doch hier rein. Kann man das irgendwie aufmachen vielleicht? So, da kann man aufmachen. Hoppala. Na komm mal her. Da kommt eine Mutter drin. Aber ich habe hier gar keine weitere Mutter. Oder habe ich noch eine vergessen? Ist ja nicht, ist ja kein Wunder, dass das nicht halten tut. Da fehlt eine Mutti. Da steht aber auch nicht mit dem Bauplan drauf, oder? Bin ich jetzt ganz jeck oder wird? Steht drauf. Viermal. Vier Muttern. Eins. Zwei. Ich habe auch nur zwei. Müsste ich jetzt vielleicht das eine. Passt die überhaupt? Ne, die ist doch viel zu groß. Ich werde mal kurz was testen. Oder ich habe irgendwo eine Schachtel wieder irgendwas liegen lassen. Muss ich gleich mal nachgucken. Aber endlich nicht. Falsch rum. Die rum nach dem Löffelstiel. Ach Gott, ist da nicht. Komm da. Oh. Der dreht sich nicht mehr. Der ist schon verbogen. Ach, der ist ganz schön verbogen. So.
So viel dickere Gewinde. Kann ja nicht passen. Hier steht aber zweimal noch eine Mutter mit drin. Viermal für 17,4. 17,4. Das sind die. Achso, das sind die. Die hat ihr verbraucht. Und Nummer 9. Nummer 9 ist zweimal. Wo kommt Nummer 9 hin? Nummer 9 kommt da oben. 9. Genau. Muss was schief gelaufen sein. Ich glaube nicht, dass es mit Absicht ist. Also ich glaube schon, dass es aus Versehen ist. Das ist nur die Abdeckung. Und hier fehlt praktisch, hier müsste eine Mutter drin sein, aber da ist keine Mutter drin. Die ist raus. Ich denke mal, das wird bei der Fertigung wird das vergessen worden sein, die reinzumachen. Weil hier ist, kann ich euch mal gerne zeigen. So. Ich hier mal so. So. Das ist so ein Schutzpinöbel, der da drin ist. So. Und hier in diesem Loch, da müsste eigentlich, hoppala, da oben, eine Mutti drin sein. Aber da ist keine Mutti drin. Ja. Nee, da werde ich mal bei der Firma anrufen, was da Phase ist. Und dann werde ich mir wahrscheinlich eine Mutti schicken lassen müssen. Weil hier scheint das auch fest zu sein. Also hier auf den Bildern ist das Rad da auch schon befestigt. Also auf den Bildern ist es auf jeden Fall schon da drin. So. Ach, komm wieder ruf jetzt. Jetzt will er nicht ruf hier. Glaubst du auch. So, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es nicht hält. Hat ja auch ja keine Angriffsfläche. Brauch ja eine Mutti. Der kann ja ohne Mutti anhalten. So, warum mache ich mir das eigentlich zu, wenn ich das hier sowieso nochmal gucken will? Oder ist da ein Plastik? Ist das Plastik so dafür gemacht, dass es hält? Nee, da fehlt eine Mutti. Da fehlt definitiv eine Mutti. So Leute, dann würde ich das Video auch erstmal abbrechen, weil geht ja nicht weiter. Ich werde gleich wieder zusammenbauen und mir den erstmal hinstellen und dann werde ich nochmal ein Video machen. Aber erstmal werde ich die Firma anrufen und mir noch eine Mutti schicken lassen. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Hoppala. Oh, da kann halt mal passieren, also ich finde das jetzt nicht so allzu schlimm. Bei euch wird sie dann, denke ich mal, mit bei sein. Wir haben die einfach hier nur. Die Produktion wird er vergessen haben, da zeige ich euch mal, da eine Mutti reinzumachen. Da ist keine Mutti drin. Ja, mein Akku ist nämlich auch schon wieder leer. Ich würde mich jetzt verabschieden und wir sehen uns im Hardware-Check 2. Ahoi! Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin, mit einem kleinen Nachtrag am Ende des Videos. Ich habe mir noch eine Mutter geholt, gekauft, habe die eingebaut und habe den dann noch fertig gemacht. Der Tisch war ja fertig, musste nur die Mutter und dann auf die richtige Höhe machen. Und dann bin ich auch gleich los. Da die Cam, also der Camcorder leider leer war, konnte ich das nicht filmen. Und heute Morgen macht meine Tochter mich wach. Papa, guck mal, was ich gefunden habe. Also ich habe jetzt erstmal in die Tüte drin gemacht. So, da ist die Mutter, die mir gestern gefehlt hat, die ich für 19 Cent jetzt auf dem Baumarkt gekauft habe. Ja, sie war unterm Fernsehtisch. Also praktisch unter dem Sideboard, wo der Fernseher drauf steht. Unten drunter hat sie liegen, also so am Rand hat sie liegen und ich habe die jetzt dann nicht mehr gesehen. Also war sie doch mit bei, war nur mein Fehler. Dass die mir irgendwie weggerollt ist, keine Ahnung. Ja, ich wollte da aber nicht
beenden das Video, ohne euch das mitzuteilen. Nicht, dass ihr denkt, dass das wirklich nicht mit bei ist. War halt nur mein Fehler. Naja, jetzt habe ich eine Co für 19 Cent direkt drin. Jetzt habe ich noch die Originalmutter mit bei. Naja, habe ich eine Ersatzmutter, falls immer was ist. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt wirklich das Ende. Ich verabschiede mich. Achso, ich sag, den Hardware-Check 2 mache ich nachher. Gestern bin ich nicht mehr zugekommen. Der Camcorder hat dann die ganze Nacht geladen. Der ist jetzt auch fertig und so. Dann werde ich heute Nachmittag, denke ich mal, wenn meine Tochter Mittagsschlaf macht, den Hardware-Check 2 machen. Ich habe das auch schon ein bisschen gepimpt. Ich zeige euch das mal, wie ich das benutze und wie ich das hier eingestellt habe und so. Und ja, dann habe ich da auch schon ein bisschen was dran verändert, ein bisschen was angebaut und so. Das werde ich euch noch zeigen. Oh, Entschuldigung, Sodbrennen vom Frühstück, die Eier. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.